Made in Germany soll auch in Zukunft eine starke Marke bleiben. Auch im globalen Wettbewerb, vor allem mit China und den USA. Mit einer nationalen Industriestrategie 2030 will Bundeswirtschaftsminister Altmaier die deutschen Konzerne retten. Aber brauchen die überhaupt staatliche Hilfe? Ist es dann nicht Planwirtschaft? Angst vor Übernahmen. Soll der Staat unsere Wirtschaft schützen? Das ist das Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Guten Abend und herzlich willkommen aus Berlin. Ja, das Papier, 21 Seiten lang, sei mit viel Liebe und Nachdenken geschrieben worden, so Wirtschaftsminister Altmaier. Ob Liebe in der Industriepolitik ein guter Ratgeber ist, wir werden darüber sprechen. Er erhielt ja viel Kritik für seine Pläne, auch von den Gästen hier am Tisch, aber eben auch Zustimmung. Wir versuchen, die Argumente mal zu sortieren und dazu begrüße ich Joachim Lang vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Er ist Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums. Ich begrüße Professor Gabriel Felbermeier. Er ist Leiter des Zentrums Außenwirtschaft des IFO-Instituts. Und herzlich willkommen Petra Pinsler, Korrespondentin der Hauptstadtredaktion der Wochenzeitung Die Zeit. Und bei uns ist Professor Zhuwo Gu. Er ist Politikwissenschaftler der Universität Bonn und als Direktor des Center for Global Studies erforscht er den strategischen Aufstieg Chinas. Herzlich willkommen. Herr Lang, in dem Papier stand, es soll ein Beitrag sein zur Sicherung und Wiedererlangung der wirtschaftlichen und technologischen Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Industrieführerschaft. Die soll wiederhergestellt werden. Geht es der deutschen Industrie so schlecht, dass sie Hilfe braucht vom Wirtschaftsminister? Der Befund, den der Minister dort entwickelt hat, richtet sich vor allem auf die Situation, in der wir weltweit unterwegs sind. Und da stellen wir fest, dass sich die Bedingungen doch erheblich ändern. Er nimmt damit etwas auf, was wir alle spüren. Und der Zeitpunkt, zu dem er das vorlegt, ist gar nicht so schlecht. Wir haben gute Jahre hinter uns. Wir sind jetzt im 10. Jahr des Aufschwungs. Aber wir spüren, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen doch deutlich verändern durch das Erstarken staatlich gelenkter großer Konzerne. Und die Europäische Union und Deutschland müssen sich eine Reihe von Fragen stellen und wie wir darauf reagieren wollen. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das zu diskutieren. Mhm. Aber dann trotzdem noch mal, wie gut oder schlecht steht die Industrie denn da? Ist es so ein Punkt, wo Sie sagen, ja, wir gehen im Abschwung entgegen und deshalb ist es so? Wir stehen momentan gut da, aber wir sehen, dass am Horizont dunkle Wolken aufziehen. Und die Frage ist, welche Bedingungen müssen geschaffen werden, dass wir das gut überstehen, was möglicherweise auf uns zukommt. Mhm. Herr Felbermeier, welche Note oder welches Zeugnis würden Sie der deutschen Industrie ausstellen? Braucht die Unterstützung des Wirtschaftsministers? Sehen Sie das genauso wie Herr Lang? Na, ich glaube, es geht nicht um die gegenwärtige Verfassung der deutschen Wirtschaft, sondern es geht um die Zukunft. Und ich glaube, es ist gut und richtig, wenn Peter Altmaier jetzt die Frage stellt, woher soll denn der Wohlstand der Zukunft kommen? Und es ist gut, wenn er die großen Treiber benennt, die da wirken. Die Globalisierung, der rapide technologische Wandel und ja auch das Ende der Pax Americana, wenn man so will. Das Hegemon, der dafür sorgt, dass es fair zugeht auf dieser Welt. Das hat sich geändert. Dieser Hegemon ist nicht mehr der benevolente Gestalter, sondern ist zum Problem geworden. Und China ist auch ein Thema, das uns stärker beschäftigt. Dass das jetzt auf die Tagesordnung gesetzt wird, finde ich richtig. Mhm. Aber Frau Pinsler, ist das denn nicht Aufgabe der Industrie selber? Also warum braucht sie dann sozusagen da die staatliche Unterstützung? Als Kritik kam ja dann direkt, das ist ja Planwirtschaft. Ja, die Kritik, die kommt, glaube ich, in deutschen Wirtschaftszeitungen sehr schnell und sehr quasi reflexhaft. Ich sehe das tatsächlich etwas anders. Ich glaube, Herr Felbermeier hat recht, wenn er sagt, ein deutscher Wirtschaftsminister muss natürlich in die Welt schauen und muss sich anschauen, was in China passiert. Er muss sich anschauen, was in den USA passiert. Und dann kann man natürlich davon träumen, dass kein Land der Welt seine Wirtschaft massiv unterstützt. Wenn die anderen das aber alle tun, dann gibt es irgendwann den Punkt, an dem man sagen muss, naja, wir schauen uns das mal genau an. Und wir schauen auch, und das finde ich besonders interessant, genauer hin, wie denn die großen Unternehmen der letzten Jahrzehnte entstanden sind. Und wenn man beispielsweise in die USA guckt und das nach China werden wir nachher sicher noch auch schauen und an die Westküste schaut, dann stimmt eben beispielsweise, und das finde ich ganz interessant, dieses Bild der Garagenwirtschaft. Bill Gates hat das mal irgendwann in der Garage geschafft und dann sind die groß geworden und deswegen sind die ganzen Internetunternehmen an der Westküste so eben nicht. Da gab es massive staatliche Unterstützung und ich glaube, das muss sich ein Wirtschaftsminister genau anschauen und dann kommt man zu anderen Schlüssen. Mhm. Zu welchen reden wir dann noch gleich? Herr Gu, wenn man das jetzt betrachtet aus deutscher Sicht, dann denken viele, da gibt es eine aufstrebende Macht in China. Ist es denn so, dass man sich fürchten muss, wenn ein deutscher Unternehmer, muss er sich fürchten vor dieser Wirtschaftsmacht China?
Je nachdem, von welcher Perspektive man China betrachtet. Ich glaube, China ist nicht so weit, dass man vor dem Land Angst haben sollte. Die Chinesen haben eigentlich Angst vor den USA. Das ist ja interessant, hier zu hören, dass Europa Angst vor China stehen. Das ist aber theoretisch aus meiner Sicht problematisch. Aber ein Punkt ist klar, theoretisch man könnte die Frage stellen, ob der Staat die Wirtschaft unterstützen sollte. Mhm. Aber in der Praxis gibt es keinen Staat, der seine Wirtschaft nicht unterstützt. Mhm. Empirisch betrachtet. Überall, das ist so. Fiskalisch, handelspolitisch, steuerlich. Jede Volkswirtschaft genießt so oder so unterschiedliche Unterstützung von dem Staat, in Deutschland auch. Sonst hätten wir auch nicht so viele tausende Wirtschaftsförderungsprogramme, steuerliche Begünstigung. Insofern ist nicht neu, was der Bundesminister die Frage aufwirft. Aber eins ist klar, die Intensität der staatlichen Hilfe sind unterschiedlich. Sowohl in den USA als auch in China, aber auch in Deutschland. Deswegen glaube ich, begrüße die Initiative, dass Altmaier diese Debatte, diesen Diskurs angestoßen hatte durch die strategische Überlegung. Darüber kann man streiten, ne, glaube ich. Insofern Angst vor China muss man nicht haben. Okay, aber Herr Lang, was würden Sie, wenn Sie diese Industriestrategie von Altmaier lesen, was ist denn so Ihrer Meinung nach der wichtigste Punkt? Also wo sagen Sie, das ist ein Punkt, da hat er recht mit der Art, was er da jetzt machen will? Der systemische Wettbewerb, den wir sehen, die Marktwirtschaft des Westens, wie wir sie kennen, wird herausgefordert durch eine chinesische Form von Wirtschaft, die sehr stark vom Staat unterstützt ist. Und das ist eine Entwicklung, die wir bisher so nicht kannten. Das ist ein Konkurrent, das ist ein New Guy in Town. Und dieses Modell, was in China entwickelt wird, wird anderen Ländern angeboten als Alternative zum westlichen Modell. Und jetzt steht der Westen mit seiner Wirtschaftsstruktur vor der Aufgabe zu beweisen, dass sein Modell nach wie vor attraktiv ist und auch Nachahmer finden sollte. Und unsere Vorstellung von... Aber ist das nicht gerade ein Widerspruch, wenn dann gerade das auch mit staatlicher Unterstützung geschieht, so wie in China? Also ja, so da, wie, aber, ja, da nähern wir uns absolut den Punkten, wo wir möglicherweise unterschiedliche Auffassungen haben. Die Auffassung, die wir vertreten, ist die Attraktivität des westlichen Modells, der freien und sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland haben, die ist ja nicht ad acta gelegt, sondern es geht darum, dass wir zeigen, wie wir mit dem System, das wir haben, genauso vielleicht sogar erfolgreicher sein können als die Chinesen mit ihrem Modell. Und dazu gehört, dass wir momentan erleben, dass wenn staatliche Unternehmen in Europa Wirtschaftstätigkeit ausüben, sie jedenfalls das, was wir als fairen Wettbewerb betrachten, verzerren. Und das ist neu. Und wir erleben das in zunehmendem Maße. Und die Frage ist, wie begegnen wir dem? Und darüber müssen wir streiten. Er hat einige Antworten gegeben in seinem Industriepapier. Aber ob das schon die Antworten sind, hinter denen wir uns alle versammeln werden, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Und das ist zu diskutieren. Ich glaube, interessant daran ist tatsächlich auch, dass wir überhaupt anfangen, über Industriepolitik wieder stärker zu reden. Die SPD hat das, glaube ich, vor ein paar Jahren schon begriffen, dass das ein Thema ist, dass wir in diesem Land Industrie haben und auch von Industrie leben, viel mehr als das andere Länder tun. Und dass sich die Politiker natürlich darum kümmern müssen, weil das eine wichtige Basis unseres Wohlstands ist. Die Frage ist dann aber eben, oder der Teufel steckt im Detail, man muss sehr genau hingucken, wie man es macht. Und da weiß ich, als ich an der Universität in Köln studiert habe, sehr neoliberal hieß es, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt und der Staat hat damit nichts zu tun. Das ist natürlich ein völlig anachronistisches Bild. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Jedes Land der Welt fördert seine Wirtschaft auf die eine oder andere Weise. Die einen tun es intelligenter und die anderen tun es weniger intelligent. Die einen verzerren den Wettbewerb mehr und die anderen weniger. Und wir müssen, glaube ich, eine sehr intelligente Weise finden, wie wir das tun können. Ja, Herr Altmaier benennt ja auch ganz konkret, er sagt, es geht eben auch um diese großen deutschen Unternehmen, die auch zum Image beitragen Deutschlands. Herr Felber, dann machen wir es mal konkret. Welche Unternehmen in Deutschland brauchen Unterstützung? Naja, ich glaube, dass dann eine... Alle oder keine, oder wie geht es dann? Also ich glaube, eine Wirtschaftspolitik muss neutral sein. Sie darf nicht sagen, hier zähle ich mal ein paar auf, Siemens nenne ich und Krupp nenne ich, aber SAP nenne ich nicht. Ja, das so ist es aber geschehen. Ja, genau. Ich glaube, dass das nicht gut ist, dass eine solche Wirtschaftspolitik neutral sein muss in vielerlei Hinsicht. Sie muss neutral sein, was die Sektoren angeht, was die Technologien angeht. Sie soll neutral sein, was die Unternehmensgrößen angeht. Klein und groß soll gleich behandelt werden. Und ich finde das ein bisschen schwierig, wenn da jetzt sozusagen der Eindruck entsteht,
dass Daimler zum Beispiel oder die großen Automarken, weil sie natürlich für Deutschland stehen in der Welt, das ist natürlich schon richtig, einen besonderen Schutz genießen. Ich glaube, das würde eher Strukturen konservieren, den Wandel nicht zulassen, den wir vielleicht brauchen, da sollte sich der Staat raushalten. Aber sind es gerade jemand wie Unternehmen wie Daimler oder Thyssen, die ja große Unternehmen sind, da fragt man sich doch, brauchen die denn gerade irgendwie noch Unterstützung? Können die das nicht alleine? Ja, die können es auch alleine. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt seit vorgestern, als das Papier gelauncht wurde, erst chinesischen Wettbewerb haben. Ja. Wir haben natürlich rauen Wind auf den Märkten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, würde ich sagen. Japan hat in den 80er Jahren begonnen, Wettbewerb zu machen auf unseren Märkten. Dann kam Südkorea. Die Amerikaner haben auch nicht geschlafen. Also die deutsche Wirtschaft bewährt sich seit vielen Jahrzehnten in einem harten wettbewerblichen Umfeld. Und wir müssen hier jetzt nicht Mitleid haben, glaube ich. Aber die Frage ist natürlich, ob wir die richtigen ordnungspolitischen Grundprinzipien verfolgen hier in diesem Land. Ob wir nicht vieles getan haben in den letzten Jahren, das den Industriestandort in Deutschland eher verschlechtert oder abgeschwächt hat. Nicht so, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo man dann sozusagen mit einer Industriepolitik, wie sie jetzt gemacht wird, reparieren muss oder retten muss, was man mit anderen Politiken eher sagen wir, verschlechtert hat. Ich würde Ihnen in einem Punkt widersprechen. Ich glaube, es gibt schon Unternehmen, bei denen wir auch als Deutschland sagen müssen, dass sie eine strategische Relevanz haben. Die Amerikaner tun das mit vielen Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Auch bei uns etabliert sich im Moment sowas. Es gab die Diskussion, als 50 Hertz der Netzbetreiber von einem chinesischen Unternehmen aufgekauft werden sollte. Da hat Altmaier dann damit quasi mit ein paar Anrufen in Belgien dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Das finde ich richtig. Weil es Netz und richtig. Das finde ich richtig, weil es Infrastruktur gibt, die sensibel ist und bei der man schon aufpassen muss, wem sie gehört. Ich glaube, das geht es ist über den Rüstungsbereich hinaus. Wem die Leitungen gehören in Ostdeutschland, ob das jetzt ein Minderheitsaktionär aus China ist oder eine Heuschrecke aus Wall Street, denn es handelt sich um Infrastruktur, die kann keiner wegtragen. Und wenn jemand beginnen würde, damit zu drohen, der Hauptstadt den Strom abzuschalten, haben wir das Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Da wird man sehr schnell sozusagen diesen Missbrauchen einen Riegel vorschieben. Ich glaube, dass es im Detail sehr schwierig ist, wirklich sozusagen Unternehmen oder Infrastrukturen zu finden, wo man sich dagegen wehren muss, dass ein ausländischer Investor einen Anteil. Das heißt, Sie hätten es besser gefunden, wenn 50 Hertz dann nach China gegangen wäre. Das wäre ein Anteil gewesen, der nach China gegangen ist. Ich sehe nicht, warum da jetzt sozusagen eine Beteiligung der KfW besser ist. Es ist der Steuerzahler da drin. Man hat einen ausländischen Investor, der da investiert hat, mit viel Geld abgelöst. Der hat Kasse gemacht. Ich kann nicht erkennen, wo die große Bedrohung hergekommen wäre. Ich glaube nicht, dass die Chinesen uns den Strom abgedreht hätten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es den Versuch gegeben hätte, dann hätte man natürlich etwas dagegen unternommen. Aber sofort. Was wäre dann vielleicht ganz kurz zu dir? Ich stimme Ihnen ganz zu. Ich glaube, die Angst ist übertrieben. Also wenn ein ordentlicher Investor, der aus China kommt, Milliarden investiert in ein Netzwerk, gibt es normalerweise zwei Motivationen. Das eine ist, finanzieller ist man motiviert, dadurch auch Geld zu verdienen oder entscheidend noch strategisch vielleicht. Aber in dem Fall glaube ich, das ist mehr finanzieller motiviert, weil durch eine Minderheitsbeteiligung an einer deutschen Infrastruktur kann man strategisch nicht so viel bewegen. Aber entscheidend ist, dass daraus man Geld verdienen könnte. Daher, jeder Investor, wenn der von Ausländern kommt, wenn er hier investiert in Europa, der muss arbeiten oder handeln nach dem deutschen, europäischen Gesetz. Mhm. Sonst muss er raus. Mhm. Insofern, das ist ein Bewusstsein für alle, auch für chinesische Investoren, auch wenn sie kommunistische Mitglieder sind. Ja, die sind CEOs, aber kann das sein, dass sie auch Mitglieder bei der Partei sind? Mhm. Aber wenn sie hier sind, dann müssen sie sich bewegen, nach dem Gesetz. Hier. Daher scheint mir auch so, dass es ein bisschen zu schnell gegangen ist. Weil diese Eingriffe, das war ein Eingriff im betriebswirtschaftlichen Prozess. Das ist keine volkswirtschaftliche Eingriffe. Daher war ein bisschen problematisch. Wo sagen Sie, Herr Lang, ist es richtig, dass der Staat eingreift, wie in diesem Fall 50 Hertz und wo eben dann doch nicht? Also ich glaube, man muss den Staaten an sich schon auch einen Raum zugestehen, in dem sie sagen können, da möchten wir keine ausländischen Investments haben. Und das ist traditionell der Bereich der nationalen Sicherheit. Und der ist relativ eng definiert in Deutschland, was wir gut finden. Aber zu diesem Bereich gehört kritische Infrastruktur. Insofern
Kann man das nachvollziehen, dass Staaten sagen, ich möchte in meiner nationalen kritischen Infrastruktur keine ausländischen Investoren haben? Kann man ja sagen. Das kritisiere ich auch gar nicht, sondern was ich kritisiere, ist, dass er das sagt, ich will das überall sonst auch machen können. Das steht jetzt in diesem Papier drin, dass auch in den Bereichen, die nicht nationale Sicherheit betreffen, es dieses Vehikel geben soll, das jetzt erfunden wurde, eine Beteiligungsfazilität, an der also der Staat reingehen kann und kann einen Anteil kaufen. Da würde ich sagen, alles, wo das betroffen ist, wo es nationale Sicherheit ist, kann man vielleicht drüber reden, aber nicht da, wo wir freie Wirtschaft haben. Aber selbst das sind keine harten Kriterien. Nicht, was ist denn nationale Sicherheit? Donald Trump sagt, Stahl und Aluminium bedroht die nationale Sicherheit, vielleicht auch deutsche Autos. Nicht? Also das ist sehr, sehr biegsam und selbst das ist schon, wenn man will, ein Einfallstor für Interventionismus. Aber ich bin ganz bei Ihnen, dass die Beteiligungsfazilität noch mehr Beliebigkeit erlaubt und das halte ich auch nicht für gut. Aber das ist im Prinzip von WTO, das ist das Einzige, was man verwenden möchte oder kann, ausländische Investoren zu verhindern aufgrund von nationaler Sicherheit zu bedenken. Das ist juristisch betrachtet aus meiner Sicht ist einfach der einzige legitime Grund. Das ist okay, konform gegenüber internationalem Recht, aber haben Sie recht, die Grenze ist fließend. Wenn man das missbraucht, dann kann man natürlich dieses Instrument überall einsetzen, um unbeliebte, sagen wir, politisch motivierte oder auch nicht motivierte Investoren zu verhindern. Ja. Das ist die Gefahr. Das ist natürlich politisch motiviert, denn wir hatten ja schon einen ausländischen Aktionär in 50 Hertz. Nicht? Also wenn es so wäre, dass man sagt, diese Infrastruktur darf nicht in ausländischen Besitz kommen, jetzt kam ein chinesischer Investor und den hat man dann rausgehalten. Wir haben ein Viertel der deutschen Elektrizitätsversorgung ins Ausland verkauft. Auch das ist eigentlich kein Problem. Aber da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich würde durchaus einen Unterschied machen zwischen dem, was wie unser Verhältnis zu China ist, ein Markt, in dem deutsche Unternehmen immer noch Schwierigkeiten haben, sich so zu bewegen, wie sie es im europäischen Markt tun, und europäische Nachbarn. Und das ist, glaube ich, einer der Probleme bei dem Plan von Altmaier, dass er doch sehr deutsch denkt und nicht europäisch. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn das Netz in belgischer Hand wäre, weil wir ja eigentlich doch einen gemeinsamen Binnenmarkt haben mit gemeinsamen Regeln. Deswegen ist, glaube ich, auch der nächste konkrete Fall, über den wir dieser Tage reden, nämlich Alstom und Siemens, der Zusammenschluss, ein ganz interessantes Beispiel. Also wo es um die Züge geht. Wo es um die Züge geht und die Frage, ob die beiden sich zusammenschließen dürfen. Sich nicht zusammenschließen, laut EU-Kommission, die möchte das nicht. Ist das ein Punkt, Herr Lang, wo Sie sagen, ist das eine Kritik, die Sie auch haben an der Industriestrategie von Herrn Altmaier, dass sie eben zu deutsch ist? Oder ist das gerade die Stärke von dem Papier? Die Antworten auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können nicht national sein, sondern sie müssen europäisch sein. Aber was heißt nationale Industriestrategie? Ist komplett falsch dann, oder was? Aber da sind auch einige Elemente drin, wo es darum geht, Industrieanteile in Europa und europäisches Wettbewerbsrecht. Und da können wir uns deutlich mit anfreunden, weil das zum Beispiel auch Elemente sind aus dem Papier, was wir gemacht haben. Wie soll man mit China umgehen? Wir sehen eigentlich Instrumente darin, den europäischen Wettbewerb zu stärken. Das wäre ein aus unserer Sicht viel naheliegenderes Instrument, als zu sagen, da muss der Staat reingehen und das eben beschützen. Das ist aber wie kann man denn das dann machen, wenn auf der anderen Seite so ein Zusammenschluss zwischen Siemens und Alstom verboten wird? Ja, das ist eben eine der wirklich interessanten Fragen aus diesem Papier. Vielleicht kam der Antrag für diesen Zusammenschluss etwas zu früh, oder andersrum, die Debatte war noch nicht so weit. Denn wir müssen uns tatsächlich mit dieser Frage einmal grundsätzlich auseinandersetzen. Wir sehen ja, dass das Kartellrecht, das dazu da ist, um solche Dinge zu verhindern, in Amerika in der Vergangenheit immer sehr hart angewandt wurde. Ja, die Amerikaner haben mit Standard Oil damals den größten Ölkonzern zerschlagen. Sie haben es bei AT&T gemacht. Und es gibt auch jetzt wieder die Diskussion darüber, sind Google und Amazon nicht jetzt eigentlich so groß, dass man sie zerschlagen müsste und müsste mehrere Teile draus machen. Und jetzt ist es aber ganz interessant, obwohl im Grunde in Amerika diese Bereitschaft dazu da ist, das bei großen Unternehmen dann immer wieder zu machen, ist jetzt die Diskussion so, dass man sagt, aber warum sollten wir das ausgerechnet jetzt tun? Denn sie sind doch die einzigen, die noch die Größe haben wie Alibaba, Tencent und Baidu. Ja, also wollen wir uns wirklich jetzt bewusst und mutwillig kleiner machen, obwohl wir ja gerade glücklich sein können, dass wir wenigstens zwei Unternehmen haben, die so groß sind wie ihre chinesischen Wettbewerber. Und wir sitzen in Europa und sehen, wie die Tech-Giganten die Welt unter sich aufteilen. Und den Markt haben wir ja komplett denen überlassen. Ja, oder? Und deshalb ist auch die Frage, wollen wir das in anderen Märkten auch so machen oder müssen wir tatsächlich mal diskutieren, was ist im Sinne des Kartellrechts
und im Sinne des Wettbewerbs der relevante Markt, der angeschaut werden muss. Mhm. Und da hat die Kommission jetzt sehr klar sich zu geäußert. Und das ist aber wert, diskutiert zu werden. Und da konnte die Kommission aber ja gar nicht anders. Und da kommen wir an den Punkt oder zu der Frage, ob wir nicht europäisches Recht ändern müssen. Die Kommission musste wahrscheinlich so oder musste so entscheiden, wie sie entschieden hat, weil sie den europäischen Markt im Blick hat. Ich würde Ihnen völlig zustimmen. In dem Fall ist es der Weltmarkt, den man anschauen muss. Und die Kommission argumentiert, den Zusammenschluss, den dürfen wir nicht genehmigen, weil beispielsweise keine Gefahr durch chinesische Investoren das droht. Das wäre ein Irrtum, glaube ich. Aber ja, da sagen das, Sie, das ist auch so. Ich meine, ist ja eine Frage, von welchem Markt man spricht, auf welcher Ebene. Natürlich auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, da gibt es wirklich keine Konkurrenz gegenüber sagen wir, Alstom oder Siemens. Das ist klar. Kartellrechtlich hatte die Kommissarin recht. Aber wenn man auf internationaler Ebene schaut, CRRC, also chinesische Schienen, gegangen. Die Firma hat alle Ausschreibungen in den letzten Jahren in den USA gewonnen. Und man ist natürlich dabei, auf dem Weg afrikanische Märkte zu erschließen. Siemens und Alstom war nicht zu sehen. Insofern glaube ich, ich wünsche mir genauso wie der Minister auch eine europäische Champion. Auch für die Chinesen. Auf internationaler Ebene eine harte Konkurrenz zu bekommen aus Europa, weil die Amerikaner selber keine das ist ein bisschen wie Boeing Züge und Airbus. Ne? Genau, die haben Airbus damals finanziert und konnten damit Konkurrenz zu Boeing. Genau, die Amerikaner haben keine Kapazität, Züge und Schienengeräte zu produzieren. Deswegen auf internationaler Ebene. Das ist schade nicht, wenn Europa... Das ist eben ein Beispiel, aber die Frage ist, wenn man in die Zukunft schaut, Herr Felbermayr, inwieweit ist denn dann nochmal doch die Frage, was macht denn dann das für einen Sinn, eine nationale Industriestrategie vorzulegen? Ich kriege jetzt immer mehr Zweifel daran, dass das sinnvoll ist. Ja, die Zweifel habe ich auch, ehrlich gesagt. Ich denke, dass wenn man eine Industriestrategie haben will, dann muss sie europäisch sein. Ich zweifle auch eigentlich daran, ob man wirklich eine Industriestrategie haben will. Die Banken stehen auch mit drin. Die Banken stehen auch mit drin. Die Banken stehen dann mit drin und im Industriepapier geht es dann, im angeblichen Industriepapier geht es um Artificial Intelligence, da geht es um Plattformökonomie. Das sind eigentlich alles Dienstleistungsgeschichten. Also ich finde schon die Idee einer Industriepolitik. Brauchen wir dann nicht viel eher eine Innovationsstrategie? Oder eine Technologiestrategie oder Technologiepolitik, ja, so etwas. Eine Strategie, die uns erlaubt, sozusagen den europäischen Anteil an zukünftigen technologischen Entwicklungen zu sichern. Das ist aber kein Widerspruch, weil es ja industrienahe Dienstleistungen sind. Also die Bedeutung der Industrie ist schon enorm. Wir reden hier von also alleine in Deutschland 8 Millionen Arbeitnehmern, die in der Industrie tätig sind. Wenn wir das jetzt mal als Familie sehen, mal 3 sind 24 Millionen Menschen davon betroffen. In Europa ist die zukunftsfähig. 60 Millionen. Ja, natürlich, weil es darum geht, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die nach Europa kommen, nach den Regeln spielen, die wir uns hier in Europa gegeben haben. Und das ist freier und fairer Wettbewerb. Und wir aber jetzt zunehmend sehen, dass diejenigen, die zu uns kommen, den nicht schätzen. Mhm. Und wir, wenn wir auf Drittmärkte gehen, Sie haben Afrika angesprochen, dann natürlich feststellen, dass da jeder nach seinen Regeln spielt. Und wir hätten natürlich gerne, dass da auch fairer Wettbewerb gelebt wird und stellen fest, dass das nicht jeder gut findet. Und dann ist die Frage, kann es darauf eine europäische Antwort geben, wie wir sicherstellen können, dass auch bei Wettbewerb auf Drittmärkten außerhalb der Europäischen Union man sich an fairen Wettbewerb hält? Ja, da hätte natürlich erst eine Fusion von Siemens und Alstom relativ wenig verändert. Ja. Nicht? Das ist aber eine Frage Fairness, Verständnis. Ist unterschiedlich zwischen den Europäern, den Chinesen und den Amerikanern. Die Chinesen gehen davon aus, wenn sie europäische Unternehmen ins Auge fassen, gehen sie davon aus, dass im Durchschnitt alle europäischen Unternehmen mindestens 100 Jahre alt sind. Wenn nicht 150 Jahre alt. Die Chinesen sagen, unsere Unternehmen sind junge. Alibaba nicht mal gegründet 1994, 25 Jahre alt, Tencent noch junge. Mhm. Viele chinesische Unternehmen glauben, das ist nicht fair, wenn wir als junge Kindergartenunternehmen unter gleichen Bedingungen mit Erwachsenen spielen. Deswegen ist auch schön, dass unser Staat uns unterstützt, damit
Für die ist eine Wiederherstellung oder Herstellung der Vergleichbarkeit der Konditionen. Daher fühlen sie sich gekränkt. Wenn sie sehen, Europa und USA immer von uns verlangen, Reziprozität, also Gegenseitigkeit, weil sie glauben, dass der Ausgangspunkt ist nicht gleich. Daher die Bedingungen dürfen auch nicht gleich sein. Also das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen, die greifen zurück auf staatliche Unterstützung, ohne das Bewusstsein zu haben, das ist nicht fair. Und das hatte mit historischen, unterschiedlichen Entwicklungsniveau zu tun. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch die amerikanischen Unternehmen, die heute die Welt, in der Welt zu den größten gehören, nicht viel älter sind. Google, Amazon, Facebook sind sehr junge Unternehmen. Also heute geht es ja bei dieser Art von Plattformökonomie darum, sehr schnell sehr groß zu werden. Und auch da stellt sich für uns die Frage, das sind ja auch Unternehmen, die vom amerikanischen Staat sehr stark gefördert worden sind. Also da ist viel... Geld aus der Verteidigungsindustrie reingeschickt. Ja, aber das ist ja genau ein Punkt, wo wir eben nicht so mitgehalten haben auf diesem Feld. Deshalb ist die Frage, ist der Zug nicht sozusagen schon längst abgefahren? Also was kann man jetzt noch nachholen an Förderung, an Innovation, an Technologie, die eben in Amerika und in China viel stärker ist? Schwierig. In Deutschland, in Europa, wenn Sie viele amerikanische, gigantische Unternehmen haben ihre technische Entwicklung, Errungenschaften doch auch von Rüstungsindustrie bekommen. GPS, auch Google am Anfang. Das Image bei uns ist nur ein anderes, erstaunlicherweise. Das glaubt fast keiner. Man denkt, die haben das nur in der Garage. Und, das ist auch meine Beobachtung, ist schwierig. Also wenn man diskutiert über Rüstungsindustrie man hatte ein moralisches Hochland hier. Mhm. Und ich wollte damit sagen, die Anwendung der Technologie, die ursprünglich in der Rüstungsindustrie entwickelt worden sind, gehen viel schneller in den USA. Und dann haben sie sofort riesengroße Märkte. Okay, aber wir können ja nur mithalten, wenn es bei uns auch schnell geht. Was hören Sie von Ihren Unternehmen? Was hören Sie zum Beispiel aus dem Mittelstand? Was braucht der? Weil Mittelstand kommt, glaube ich, einmal vor in dem ganzen Papier. Ja, er ist immerhin erwähnt, aber das ist sicherlich ein Punkt, der noch ausbaufähig ist. Mhm. Ich glaube, dass in den Runden, die jetzt folgen werden, um die Strategie zu diskutieren, wird das ein wesentlicher Punkt sein. Was Sie brauchen, ist vor allem, dass es hier eine vernünftige Infrastruktur gibt. Wenn wir also sagen, Digitalisierung Industrie 4.0 ist das, wo wir unsere Kernkompetenz ausspielen können. Es wird nicht im E-Commerce-Bereich sein, sondern es wird in der Verknüpfung sein dessen, was wir besonders gut können, nämlich Produktionswissen mit Digitalisierung. Und dann ist natürlich eine der Grundvoraussetzungen, dass wir hier Zugriff haben auf schnelle Netze. Das heißt, die meisten deutschen Mittelständler... Auch wenn sie an jeder Milchkanne, sagt dann die Bildungsministerin. Die 70, da hat sie aber recht, weil wir natürlich das relativ... wir müssen das ja nacheinander aufbauen. Also 70% der Gewerbegebiete liegen auf dem Land. Mhm. Und deshalb ist es gerade in Deutschland so wichtig, dass in der Fläche wir eine gute Versorgung haben. Aber für viele der Anwendungen wäre es ja schon mal gut, wenn wir überall 4G hätten und 5G dort, wo wir es wirklich brauchen. Und dafür brauchen wir schon mal ein paar Jahre, bis wir diese Infrastruktur dann hergestellt haben. Die Diskussion mit dem 5G an jeder Milchkanne, die ist ein bisschen faktenfern teilweise, weil die Frequenzen, die jetzt zur Versteigerung stehen, haben keine großen Reichweiten. Ich bräuchte also unglaublich viele Antennen, um diese Flächendeckung herzustellen. 2025 werden die nächsten Frequenzen frei, dann geht das viel leichter. Und wir sind bestimmt die nächsten Jahre beschäftigt damit, 5G erstmal überall dort zu machen, wo wir es wirklich brauchen. Ja. Das ist aber eine Voraussetzung, für die kann auch der Bundeswirtschaftsminister sorgen. Und dann wären viele Mittelständler schon ziemlich happy. Und da kommt aber dann wieder chinesische Unternehmen, nämlich Huawei, ins Spiel. Also da haben wir doch... Netzwerk, also 5G, ich meine, das ist eine riesengroße Diskussion jetzt in Europa, in Deutschland, wegen Huawei. Ne? Ich meine, ohne Huawei kann man wahrscheinlich in Europa, in Deutschland auch nicht so schnell 5G-Infrastruktur aufbauen. Es ist eine große Debatte, weil die Amerikaner darauf dringen, auf Huawei zu verzichten oder Huawei auszuschließen. Angst vor Spionage. Genau, aber ohne 5G, wie kann man sagen wir, Deutschland in Zeiten der Globalisierung oder Digitalisierung zu einer hochentwickelten Technologieführerschaft des Landes zu entwickeln? Das ist auch eine große Debatte. Deswegen glaube ich, die Bundesregierung muss hier sich mehr einsetzen für Aufbau von Infrastruktur. Absolut hat der Minister recht, vielleicht nicht einzelne Unternehmen zu unterstützen, sondern Infrastruktur, Basis, Grundlageforschung. Das ist ja auch das, was Herr Fördermeier sagte. Es muss
unabhängig sein. Das muss für alle gelten. Genau. Ja, und ich glaube, wir haben in Deutschland ja keinen Mangel an Instituten, die gute Forschung machen. Gerade in der künstlichen Intelligenz, da passiert sehr viel in Deutschland. Das Problem ist eher dort, wo es um das Skalieren geht. Wo also die Ausgründungen zum Beispiel aus den Forschungsbereichen wachsen umgesetzt müssen. Wird sozusagen. Und neben der Infrastruktur gibt es dann das Problem des Eigenkapitals. Dass diese Gründer dann, wenn sie mal 200 Millionen brauchen, um ihr Unternehmen wirklich groß zu machen, um es zu skalieren, in die USA gehen. Was aber auch daran liegt, dass die Amerikaner in dem Fall tatsächlich anders als das Image ist, wieder sehr stark auch mit staatlichem Geld reingehen. Die DARPA, die amerikanische Agentur des Verteidigungsministeriums, hat gerade im September 2 Milliarden für künstliche Intelligenz ausgelobt, ja, wo Unternehmen ja sich finanzieren können. Ja, tun es aber nicht in dem Maße. Also, ja, ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass wir mit diesem Image, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt und die Politik soll da eigentlich sich nicht reinmischen, das ist schlicht ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht. Ja, aber so ist es ja auch empirisch nicht. Wir haben ja in Deutschland eine starke Zusammenarbeit der aus staatlichen Budgets finanzierten Forschung. Schauen Sie sich mal die Reflexe an jetzt im Moment bei vielen Kommentaren. Eigentlich sollte sich da nicht reinmischen und soll nicht diskutieren. Also die meisten Kommentare waren schon negativ. Und wenn 4 der 5 Wirtschaftsweisen haben sehr kritisch darauf reagiert. Es steht auch viel drin, dass man so nicht stehen lassen kann. Nicht? Das ist mit den 25% beginnt das. Nicht? Das beginnt mit der Unterschutzstellung von einzelnen Unternehmen. Das ist viel grundsätzlicher, die Kritik. Die Kritik sagt schon, lass die Finger weg. Und ich glaube, das ist schlicht altmodisch. Aber das ist ein Mythos. Ein theoretischer Mythos, dass der Staat die Wirtschaft nicht unterstützt oder negativ aus und sich nicht einmischt. Die Praxis ist ja, überall gibt es diese Einmischung, Beeinflussung und Eingreifen in die wirtschaftliche Entwicklung. Aber nur die Instrumente sind unterschiedlich. Gibt es direkte, indirekt. Deswegen bin ich eigentlich enttäuscht von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, der Staat muss Finger weg. Aber das stimmt auch nicht. Der Globalisierung, okay. Wenn die Chinesen massiv sich einmischen in die wirtschaftliche Leben, warum soll Deutschland und Europa noch nicht das Gleiche machen? Und sonst verliert man den Anschluss. Okay. Anschluss, also Sie würden dafür plädieren, noch mehr einzugreifen? Das Spiel hat sich geändert. Ja, okay. Wegen der Globalisierung. Das muss man so sehen. Früher war nicht so. Aber jetzt beschleunigt durch die Digitalisierung, Internetentwicklung. Also Sie würden sagen, da müsste es noch mehr Eingriffe geben vom Herrn Faehlermeier. Ich glaube, dass sich das Spiel nicht fundamental verändert hat. Wir haben in Europa ein Beihilferecht eingeführt, weil es eben auch in Europa ganz andere Wirtschaftsmodelle gegeben hat. Frankreich von Anfang an sehr interventionistisch. Deutschland ist einen anderen Weg gegangen. Und ich finde das auch richtig, dass wir auch ziemlich erfolgreich. Mit dem wir gut gefahren sind, wo es nicht heißt, der Staat hält sich einfach raus. Nein, der Staat muss aber begründen, wenn er irgendwo tätig wird. Und das ist nicht jetzt, sind nicht Dinge aber wie das ist ja dann immer die Frage, macht man es dann immer ganz Marktversagen, wenn das vorliegt. Der Staat hat andere Verantwortlichkeiten. Er ist verantwortlich dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen erfolgreich sein können. Und da kann man durchaus sagen, da gibt es noch ein paar Hausaufgaben, die zu machen sind. Also zum Beispiel haben wir in Deutschland hohe Energiekosten und wir haben hohe Steuern. Das ist etwas, wofür ausschließlich der Staat verantwortlich ist. Und er kann seinen Beitrag dazu leisten, diese Umfeldbedingungen zu verbessern. Dann bleibt den Unternehmen, wenn sie nicht so viel Steuern zahlen müssen, also sie zahlen mehr als im weltweiten Durchschnitt also das üblich, fänden sie sinnvoller, dann hätten man die Unternehmen mehr Geld übrig, auch wieder für Investitionen. Dann muss man sich nicht als Staat am Unternehmen beteiligen, damit es Investitionen tätigen kann. Aber das Beispiel ist auch wiederum interessant, weil man es auch wieder anders erzählen kann. Heute ging durch die Zeitung, dass RNBW das erste große Solarkraftwerk terrestrisch ohne irgendeine Subvention baut. Und wenn man sich den ganzen... Offshore gab es das auch schon. Genau, Offshore gab es auch schon, jetzt gibt es aber auch Onshore, irgendwo in Norddeutschland. Und wenn man sich diesen ganzen Bereich des Umbaus zu den Erneuerbaren anguckt, dann würde ich sagen, das erfolgreichste Entwicklungsprojekt der Deutschen jemals war die Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG. Also durch aber da gab es ja noch massiv Geld. Da gab es massiv Geld. Da hat der Staat gesagt, wir wollen das, wir wollen auf andere Energien setzen, hat damit am Anfang oder auch, glaube ich, weltweit dafür gesorgt, dass nicht nur das Gesetz kopiert wird das in 50 Ländern bisher. Geworden ist, aber wir haben es bezahlt. Und weltweit Und es hätte auch andere Instrumente gegeben, zum Beispiel eine vernünftige CO2-Bepreisung. Aber es hat funktioniert. Es könnte immer andere geben. Und in dem Fall würde ich sagen, die Kosten nicht so einfach funktioniert. Es hat auch sehr viel Geld gekostet. Die Frage ist, da würden Sie sagen, das war eine falsche Maßnahme? Sie war jedenfalls sehr teuer. Sie war sehr teuer. Aber sie hat funktioniert.
Das ob sie funktioniert so hat, das, ich meine, wir müssen nachrechnen. Nicht? Wir haben sehr viel Geld investiert. Ja, jetzt gehen die ersten Windparks ohne Subvention ans Netz. Aber was der deutsche Steuerzahler bezahlt hat über viele, viele Jahre und noch bezahlen wird, das muss man dann natürlich auch in Rechnung stellen. Ja, und Unternehmen diese Industrie nicht. Ja, ich würde gerne mal bei einzelnen Beispielen bleiben. Weil die Frage ist halt eben, damit man es ein bisschen konkreter machen kann. Also zum Beispiel dieses Beispiel des Roboterherstellers KUKA, der dann übernommen wurde von einem chinesischen Investor. Da haben viele gesagt, das hätte uns nicht passieren dürfen. Wäre das denn jetzt mit diesem Papier von Herrn Altmaier, mit dieser Strategie, dann nicht mehr möglich? Wäre das so ein Punkt, wo man sagt, nee, das würde uns nicht mehr passieren? Ich glaube, das kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie die Politik fragen, die mochte diesen Fall nicht. Mhm. In der Wirtschaft ist keiner bereit gewesen, da einzuspringen und als weißer Ritter tätig zu werden, weil man sagte, warum? Also solange die vernünftige Roboter herstellen und Kundenwünsche erfüllen, warum soll sich da nicht ein chinesisches Unternehmen beteiligen? Also es kommt, aus unserer Sicht kommt es auf den Investor an. Wenn der Investor unter fairen Bedingungen eine Beteiligung erwirbt, dann ist er aus unserer Sicht willkommen. Und zwar egal, woher er kommt. Genau. Wenn er aber ein Investment tätigt, das den Wettbewerb verzerrt und nach europäischem Recht ein Verstoß gegen Beihilferecht wäre, dann finden wir, muss ein solcher Erwerb geprüft werden von der Kommission. Denn es kann nicht sein, dass ein schwedischer Investor in Deutschland schlechter behandelt wird als ein chinesischer. Denn wenn es ein Schwede wäre, würde das Beihilferecht unerbittlich zuschlagen. Mhm. Und deshalb sagen wir, müssen die europäischen Instrumente, die wir haben, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen, die müssen weiterentwickelt werden, sodass sie auch auf Investoren anwendbar sind, die von außerhalb Europas hierher kommen. Mhm. Ich finde das richtig. Ich glaube, wir müssen evidenzbasiert agieren. Wir haben sehr häufig so den Generalverdacht, wenn jemand aus China kommt, dann steckt dahinter sozusagen ein Plot des chinesischen Staates, die wollen uns irgendwie was Übles tun. Technologie stehlen oder den Strom abschalten oder solche Dinge. Wenn man empirisch fragt, sind chinesische Investoren ein Problem? Werden die Unternehmen dann ausgehungert oder passiert etwas anderes? Dann kommt man eher zum Schluss, es gibt andere Investoren, Heuschrecken, wie oft genannt wird, ja auch in China. Die ganz anders und weniger langfristig aktiv sind. Möglicherweise sind die chinesischen Investoren die besseren, auch für den deutschen Standort. Das ist eine empirische Frage, die stimmt, das kann man nicht pauschal sagen, aber das sollte man auch nicht ausschließen. Manchmal passt es auch, weil die Chinesen eben den chinesischen Markt mitliefern. Ich glaube, das war für KUKA ein Argument. KUKA Management hat sich ja stark gemacht. Andererseits verkaufte KUKA Eigentümer nicht nur sein eigenes Asset, er verkauft auch das mit, was an deutschen Forschungsförderung da hineingegangen ist, was an deutschen Universitäten entwickelt wurde. Damit verkauft er sozusagen auch ein Stück deutsche Technologie. Und das wiederum gibt durchaus sozusagen eine Berechtigung auch von der Politik zu sagen, das schauen wir uns ganz genau an. Ja. Aus welcher, oder Sie noch dazu? Ich wollte damit sagen, diese KUKA-Geschichte ist ja so, viele Investoren haben das Recht, wenn sie nach Deutschland kommen, die haben meistens zu Hause riesengroße Marktanteile. Und ihre Idee ist die Verbindung. Chinesische Märkte mit deutscher Technologie könnte dazu führen, dass sie noch mehr Geld verdienen könnten. Mhm. Und deswegen bringen sie auch Markt mit. Und wenn sie nach Hause gehen, dann haben sie unglaubliche neue Perspektive. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, bin ich auch Ihrer Auffassung, wenn ich Technologie habe als Unternehmer oder auch als Ingenieur, dann muss ich natürlich daran denken, wie lange kann meine Technologie noch eine Wirkung haben. Das heißt, Lebensdauer meiner Technologie. Ich kann nicht so ewig lange warten auf jemanden, aber wenn der nicht kommt, verliere ich auch den Vorteil meiner Technologie. Das heißt, es kann sein, dass man andere Leute, Forscher, meine Technologie überholen würde. Insofern ist wichtig, dass das ohne Vorurteile gegenüber ausländischen Investoren, wenn man bereit ist, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, dann sollte man. Trotzdem fragen sich natürlich viele Menschen, die dann arbeiten, die sagen, okay, jetzt sind schon so viele Unternehmen, auch deutsche, also DAX-Unternehmen sind jetzt haben in der Mehrheit in ausländischer Hand und fragen sich eigentlich, ist das ein Problem? Sie denken, die sind jetzt nicht mehr, das sind jetzt keine reinen deutschen Unternehmen. Was sagen Sie denen? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie groß der Anteil ist ausländischer Investoren, denn das sind ja meistens Profis, institutionelle Investoren, die Anteile halten und eben auch ihre internationale Erfahrung mit einbringen und den Unternehmen natürlich auch ganz schön Druck machen,
immer à jour zu bleiben und sich eben nicht nur auf ihre nationale Scholle zu konzentrieren, sondern den Blick zu weiten. Aber das ist ein gutes Zusammenspiel zwischen den doch sehr stark exportinteressierten deutschen Unternehmen. Wir wollen, das ist ja unser Geschäftsmodell. Das ist ja das, was unseren Wohlstand erwirtschaftet. Die deutschen Unternehmen gehen mehr als andere raus in die Welt. Und wir leben davon, dass wir auch in anderen Ländern willkommen sind. Das ist ja so, dass wir. Aber dann wirkt es doch so merkwürdig, wenn man auf der einen Seite sagen muss, wir müssen jetzt hier eine nationale Strategie haben und unsere Unternehmen so stärken, dass ich. Ja, deshalb sind wir ja auch nicht dieses Schützen. Darüber kann man ja auch streiten. Ja. Welchen Schutz? Ja. Es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, weil wir beispielsweise wieder in China sehen, dass Unternehmen gerade in innovativen Bereichen sehr viel stärkeren Auflagen unterliegen. Also beispielsweise die Elektroquote für deutsche Automobilkonzerne, weil in China die Idee da ist, dass wir quasi den nächsten Sprung machen. Wir machen in Deutschland die alten Autos und in China werden dann die neuen Elektroautos produziert. Auch das ist ein interessanter Fall von Industriepolitik. Wahrscheinlich würde Herr Felbermayr sagen, der Staat kann gar nicht wissen, dass Elektroauto das nächste neue schicke Ding ist. Ich würde sagen, es macht schon Sinn, dass man die Autos in einer Zeit, in der wir einen Klimawandel haben oder die Autofirmen in eine bestimmte Richtung drängt. Und das ist für mich dann schon auch intelligente Industriepolitik. Vielleicht ist es auch das Wasserstoffauto oder vielleicht sind es auch synthetische Kraftstoffe. Also faktisch wird es der Verbrennungsmotor irgendwann nicht mehr sein, weil wir, wenn wir eine CO2-neutrale Wirtschaft wollen. Also da würden Sie sich mehr sozusagen Steuerung durch den Staat wünschen? Ganz eindeutig, zumindest wenn er das ernst nimmt, was er selber sagt. Dass wir bis 2050, lassen Sie mich ganz kurz ausreden, dass wir bis 2050 CO2-neutral werden, dann können wir mit dem Verbrennungsmotor das nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen Wasserstoffautos oder E-Autos. Ja. Und in dem Fall müssen wir hoffentlich nicht so teuer wie bei der Energiewende, bei den Solarpanels, schon auch staatlich überlegen, wie kriegen wir das in die Richtung, wenn wir gleichzeitig sehen, dass andere Länder das ja bereits tun. Solange das Technologie offen ist. Wenn das Ziel die Dekarbonisierung ist, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren, dann sollte man den CO2-Ausstoß eben auch besteuern, mit einer CO2-Steuer belegen. Und wenn wir das tun, und zwar in einer substanziellen Art und Weise, dann wird sich die Wirtschaft auch darauf einstellen. Und da, glaube ich, brauchen wir... Es gibt, glaube ich, gleich Widerspruch vom BDI. Da brauchen wir keine Verbotsschilder aufstellen, denn da wird der optimierende Unternehmer sich einrichten und der kann das auch. Und da bleibt vielleicht der Verbrennungsmotor da. Er verbrennt eben dann kein Diesel oder kein Benzin mehr, sondern er verbrennt eben dann Wasserstoff. Und das soll uns nicht zeigen. Wichtig ist, dass das nicht nur wir alleine machen, sondern es ist wichtig, dass unsere Wettbewerber das auch machen, weil sonst sind es wieder nur zusätzliche Kosten, die wir tragen müssen. Das heißt, je mehr mitmachen, desto eher kann man sich solchen Gedanken öffnen. Da muss man auch die Frage stellen, ob wir nicht an der Grenze eine Nachbesteuerung von Importen brauchen, zum Beispiel. Wenn Ausländer aber diese trotzdem nochmal die Frage, also zu dieser Einsicht zum Beispiel, dass wir weniger CO2 ausstoßen müssen, ist die Industrie ja nun auch gekommen. Warum setzt sie das dann nicht um? Warum braucht sie denn dann staatliche Unterstützung da oder Anreize? Das könnte man doch gar selber nicht machen, oder? Ich glaube, dass zum Geschäftsmodell vieler deutscher Unternehmen gehört, dass sie genau diese Produkte herstellen, die man dafür braucht. Das Problem liegt eigentlich eher darin, dass es noch keine betriebswirtschaftliche Logik dafür gibt. Volkswirtschaftlich wird immer gesagt, das rechnet sich am Ende alles. Das ist nett, aber wir müssen von dieser volkswirtschaftlichen Ebene runterkommen auf eine betriebswirtschaftliche Ebene, weil am Ende müssen diese Investitionen von den Unternehmen und den Unternehmern getätigt werden. Und da ist bei vielen eben noch kein positiver Business Case. Das heißt, es rechnet sich noch nicht. Und darüber lohnt es sich aber dann auch wieder mit dem Staat zu sprechen. Weil wir haben zum Beispiel die Maßnahmen, die es braucht, haben wir mal in eine Reihenfolge gebracht, je nachdem, was die kosten. Ja. Und wir würden viel lieber mit dem Staat darüber reden, wie können wir dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die sich schon fast rechnen, jetzt schnell in den Markt kommen, statt dass wir viel Geld ausgeben für Technologien, die noch ganz weit weg sind. Okay. Wir sind fast am Ende der Sendung und der Bundeswirtschaftsminister bezieht sich ja sehr auf Ludwig Erhard und das ist ein großes Vorbild. Passt er in diese Fußstapfen, Frau Pinzler? Ach ja, natürlich, auf jeden Fall. Der hat ja viel von sozialer Marktwirtschaft geredet. Also der war kein Neoliberaler, mit Sicherheit nicht. Insofern, glaube ich, würde der gut in die heutige Zeit passen. Herr Gu. Ja, doch, muss ich aber ein bisschen relativieren, weil in seinem Papier zwei Komponenten gibt. Also ein bisschen Abschottung gegen ausländische Investoren, auf der anderen Seite doch auch sehr starke Unterstützung der Wirtschaft. Insofern kann man ihn dazwischen platzieren. Okay, Herr Felbermayr, ist er der richtige Wirtschaftsminister?
Ob er der richtige Wirtschaftsminister ist? Mit diesem. Nein, also ich glaube nicht, dass er in den Fußstapfen von Erhard unterwegs ist. Es ist doch ein sehr interventionistischen Ton, den es mir Erhard nicht gegeben hat. Erhard hat natürlich was geerbt, das er dann aber auch abgewickelt hat. Und in dem Sinne bauen wir etwas auf, das Erhard abgewickelt hat. Das passt nicht zusammen. Okay, ganz kurz, Sino. Das kommt darauf an, welche Seite von dieser Strategie Sie lesen. Es gibt Seiten, die klingen wie Erhard, und es gibt Seiten, da muss er was anderes gelesen haben. Okay. Also ich glaube, er könnte noch ein bisschen Rat von Ihnen. Sie hätten nichts dagegen, ihm noch ein bisschen. Er hat uns ja alle dazu eingeladen. Genau, das steht auf der letzten Seite, und ich glaube, das nehmen wir alle sehr gerne an. Okay, dann haben wir die Debatte zumindest hier in der Phoenix-Runde damit begonnen. Das war die Phoenix-Runde für diese Woche. Nächste Woche ist mein Kollege Alexander Kehler wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.